Hallihallo, Hallöchen und willkommen zu einer neuen Daddelzeit mit Stardew Valley. Und wir haben wieder einen schönen Herbsttag, aber bleibt das denn so? Ja, es bleibt so, auch am nächsten Tag wird schön sonnig. Und heute haben wir noch einiges vor. Wir wollen nämlich Dinge tun und haben Post. Leine schreibt mir, holla die Waldfee, dass der mir schreibt, hallo, es ist Schwarzbärensaison im Moment. Die Busche sind voll von denen. Ich möchte gerne ein paar bekommen, aber ich habe meinen Korb verloren. Kannst du helfen? Natürlich kann ich dem lieben Leines helfen, ist er sonst bescheiden. Und ich kann Beeren ernten, glaube ich. Oh. Das ist ja bärenstark. Gott, war das schlecht. Aber ich liebe schlechte Dinge, weil die so gut sind. So. Und... Hey, ich will doch nur aufheben. Ah, habe ich schon... Habe ich beide? Tatsache. Oh, habe ich da ein großes Ei gehabt? Nee, ich glaube, ich habe noch falsch gesehen. Dann einmal hier. Nein, natürlich nicht. So. Und raus mit euch Baggerluten. So, Knuddel die Katz. Und weil wir nicht genug bekommen können, nochmal da. Das Tor schön schließen. Und jetzt geht's an die Ernte, hoffe ich zumindest. Yes, Cranberry-Ernte. Aber so richtig. Also wenn das kein Geld gibt, weiß ich auch nicht. Das wird, glaube ich, richtig schön Geld geben. So. Oh, nochmal hier. Schön ran. Immer reingreifen. Das Zeug hier kann ich auch abernten. Also das nenne ich mal eine richtig fette Ernte. Hier komme ich aber nicht ran. Ich glaube, ich brauche noch etwas mehr Amaranth. Ach, scheiß drauf, die Blumen gießen kann ich auch noch später. Was will ich denn hier? Ich wollte gucken, ob ich in den Kisten noch Amaranth habe. Sieht aber nicht so aus. Nein, irgendwie nicht. Vielleicht hier noch. Nein. Das ist Jam und nicht Amaranth. Okay, dann kann ich da ja mal einiges wegschmeißen. Na komm, das geht auch weg. Das ebenfalls. Ja, läuft doch richtig gut, würde ich mal sagen. Da brauche ich gar nicht mal so viel. Einen solchen und... Einen solchen und dann ja noch ein Bienenstock. Gönn dir, wie man so schön sagt. Einer mehr ist auch was wert. So, ich habe das, ich habe das und ich habe das. Ich sollte eigentlich gerüstet sein.
Das habe ich jetzt auch. Bären ohne Ende. Ich kann schon mal so viel spoilern, die sind nicht sonderlich viel wert. So, was wollte er genau? Ach so, er will, dass ich den Korb finde, nicht, dass ich ihm Bären sammle. Selbst ist der Linus. Oh, die Abigail hat bald Geburtstag. Das ist doch mal was Schönes. Abigail, oh Abigail, mit dir ist die Welt so heil. Nein, ich wollte doch rein. Ach, Scheiße. Toll, jetzt hätte ich auch durchgehen können. Oh, ich bin so ein Blödkopf, ey. Einmal professionell arbeiten, das wünsche ich mir. Hä? Da haben wir es. Ja. So, 16 Mal. Und was brauchen hier überhaupt die Wasserspeier? Da haben wir es. Oh, das geht ja auch alles. Davon kann ich auch schon zwei wieder bauen. Läuft bei mir. Aber sowas von, trotz dass ich verplant bin. Noch irgendwelche Büsche, die ich plündern kann, das wäre auch ganz brauchbar. Und nebenbei am besten mal Augen aufhalten für den Korb. Das wäre, glaube ich, auch nicht schlecht. So, Hallöchen. Construct Farm Buildings. Tada! Bild. Wette, jetzt ist das zugewachsen? Das wäre so richtig typisch. Ist das jetzt Ah, zum Glück nicht. Wenn das jetzt zugewachsen wäre, ich hätte die Krise bekommen. Aber mal hier hin, dann kann ich trotzdem die Mauer längs ziehen. Das sieht ja schöner aus. So, haben wir auch das. Nur mal kurz hier vorbeischauen, ob hier irgendwie ein Korb zu sehen ist. Linus ist ja eigentlich eher so in dieser Gegend unterwegs. Nö, hier ist kein Korb zu sehen. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Ich kann natürlich auch mal wieder ein bisschen blind sein. Habe ich ja doch mal öfter. Nee, aber ich will ja noch zu Mani. Da kann ich jetzt nicht zu lange suchen gehen. Weil sonst bekomme ich auch keine Tiere in meinen Stall rein. Und ich brauche unbedingt neue Tiere. Auch wenn es jetzt vorerst nur Kühe sein dürften, die ich reinpacken kann. Aber etwas frische Milch ist ja auch was Feines. Ach, das ist bisher nur Normalqualität. Ach, was macht der denn da? Ist ja so ungewohnt. So, gibt es hier noch irgendwo? Oh. Da schlage ich natürlich zu. Ich habe ja gerade erst was ausgegeben vom Clay. Da brauche ich ja wieder Nachwuchs, wollte ich schon sagen. Nachschub. Ist das richtige Wort, was ich suche. So. Boah, angeln muss ich die Tage auch. Da fehlt mir nämlich noch Fisch. Nicht, dass ich auf den Fisch irgendwie sitzen bleibe. Das wäre ja ein No-Go. So. Hatte ich mir mehr erwartet.
vom Strand, aber egal. Man kann nicht immer was Brauchbares finden. Und nun, hopp hopp im Galopp. Und hoffen, dass ich nicht wieder zu spät bin. Nein! Hat sie überhaupt geöffnet? Mal kurz gucken. Kann ich das irgendwie hier auf der Karte? Bis 4 p.m. most days. Warte mal, Carpenter Shop, da habe ich. Also da steht auch most days. Oftmals heute kein most day. Schade. Morgen habe ich aber eh viel mehr Geld, das ich ausgeben kann. So, kann ich hier nochmal kurz gucken. Und wenn ich den Korb nicht erblicke, werde ich den gleich trotzdem abdampfen, damit ich noch flott die Blumen gießen kann. Wäre nämlich nicht die schlechteste Idee. Weil wenn ich die Pflanzen nicht gegossen bekomme, das wäre scheiße. Habe ich überhaupt die... Oh, nochmal was zum Ernten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich überhaupt die Hühner rausgelassen habe. Habe ich die Hühner rausgelassen? Whatsoever. Und du machst Fotos hier, Hayley? Hey, ich möchte auch aufs Foto. Es ist ekelhaft, wenn all diese gefallenen Blätter so schleimig werden. Ach Mensch, die Hayley. Die ist auch irgendwie so ein bisschen fehl am Platz. Aber wäre ganz lustig, mal zu schauen, ob die sich ändert, wenn man sie zur Frau nimmt. Oder ob sie quasi das It-Girl auf dem Lande wird. Man munkelt. Nein. So, alles schön einpflanzen. Und ich wollte mir ja noch was gönnen. Und zwar. Tadam. 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 Badadadam. Wo haben wir es denn? Da haben wir es. Eins und zwei. Ah, geht sogar übereinander zu stapeln. Yay! Mehr Wasser für alle. Yippee-yay! Trotzdem muss ich nochmal alle gießen hier, bis auf die obere Reihe, weil das immer erst am Morgen stattfindet und der ist ja gegebenermaßen vorbei, der Morgen. Deswegen müssen leider auch in diese beiden Felder mitgemacht werden. Aber es wird Stück für Stück alles automatischer sein. Und am Ende haben wir quasi alle Felder dann, dass die automatisch begossen werden. Und wir können sonst mit unserem Tag frei verfügen, wie wir wollen. Ganz praktische Sache ist das. Die Gießkanne geht zu Neige. Sollten wir mal ein bisschen auffüllen. Gießkanne zu sein ist eine erfüllende Aufgabe. Och, das ist so ungewohnt hier des Nächtens meine Pflanzen zu machen.
Aber gut. Lieber des Nächtens als gar nicht. Ich bin echt gespannt, was die Cranberries mir für einen Ertrag bescheren werden. Wird schon irgendwie schief gehen. Nee, er wollte ich doch gar nicht bein. Ist doch doof. Ach komm. Korallen wegpacken und. Ah nee. Ein paar will ich mir noch übrig behalten. So. Dann geht's nochmal in den Stall. Oha, so. Und nochmal eine Ladung hier reinjagen. Und die nächsten Eier. Eier, wir brauchen Eier, Eier, Eier überall. So, dann kann ich noch 3 Stündchen lang irgendwelche Ressourcen hier niedermachen. Hä? Ich hatte irgendein Feld nicht ganz geerntet oder was? Okay, ich habe jetzt eine Cranberry dazu bekommen noch. Unerwarteterweise. Stein ist langsam eng. Wir sollten mal wieder in die Mine gehen, habe ich den Eindruck. Weil von den Dingern hier bekomme ich nicht viel. Das ist eigentlich der Mühe nicht wert, diese Dinge abzuhaken. Hacken? Haken ist auch gut. Da doch lieber Baum fällen, das bringt mir mehr. Ja, wunderbar. Gleich in die Nähe des nächsten Baumes. Und schon wieder. Das ist perfekt. Das ist fast schon wie gewollt. Und ich kann garantieren, dass das nicht so geplant war, dass die Bäume so gut fallen. Normal arbeite ich immer unpassend zur Fallrichtung. Aber diesmal habe auch ich Glück. Genau, lass mich doch mal ran. Jetzt aber mal ganz fix. Gut, was heißt ganz fix? Die eine verehrte Cranberry kann ich nochmal reinwerfen. Und dann soll auch mal gut sein. Ab ins Bettchen. Miauts, genau. Oi, 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 oi. Das ist eine gute Ernte. Was haben wir denn hier? Amaranth hat hier doch einen kleinen Gewinn gebracht. 2000 etwas. Korn ist wieder mal völlig zu vernachlässigen. Und dann die Cranberries zusammen. 11.000 nur durch Cranberries. Die Ernte hat sich gelohnt. Und ein bisschen Mayonnaise gab es auch oben drauf. Da kann man doch mal zufrieden sein. Und mit diesem zufriedenen Ergebnis, ordentlich Geld für die Tiere, verabschiede ich mich dann auch aus der Folge und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal dabei seid, wenn es wieder heißt Daddlezeit mit Stardew Valley. Ciao, ciao, ihr Lieben.